weicht doch nicht immer aus, wenn ich schieße. Ach so, aber du triffst natürlich. Ja klar, Alter, du kannst schießen. Und ich nicht, oder was? Ey. Alter. Ja, verpiss dich. Mach nochmal, Alter. Guck mal, wie viel Schaden die auch macht, Alter. Guck mal, wie viel Schaden die mit einem Pfeil macht. Und ich mach so ein winziges bisschen. Wo ist das ausgeglichen, hä? Erklär's mir. Damit wieder und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Kinder Bridge of Spirits. Folge 36. Wir müssen jetzt in den letzten der drei Geister klatschen. Und der hat's echt in sich, muss man ja sagen. Was halt echt nervt. Er fliegt halt. Alter. Gar nicht OP oder so der Pfeil. Ich muss mir die Punkte auf jeden Fall aufsparen. Also ich sollte die Rottpfeile wahrscheinlich eher vermeiden. Schon kapiert, dein Dings wiegt wieder mehr. Ich mach mein Schild an und es passiert nichts. Nice. Ja, scheiß drauf. So. Alter! Was soll denn das, Alter? Junge, die kommt mir hinterher geschissen. Dann mache ich meine Leben wieder hoch. Dann Ey, so eine Lachhaftigkeit, wie die schon wieder kämpfen, ne? Das sah eigentlich bis dahin ganz gut aus, ne? Ah.
gleich auf, die Rechnung. Egal, dass sie mich schon wieder erwischt, ne? Sicher trifft er nicht. Ich hab halt gefühlt schon so viel Damage an ihr gemacht. Okay, ja, gut. Ja, okay, mach halt wieder deine. Ah, ja, okay, gut, klar. Wo ist die nächste Pflanze da? Das ist kacke. Jetzt komm. Mal bei der Hälfte, ne? Also. Ausgewichen und sie hat es schon wieder nicht. Keine Pflanzen mehr, richtig? Ja, richtig. Okay, ja, der Gegner ist wieder so ein bisschen... Hauen wir nochmal alles raus, was wir haben, so. Die anderen Gegner waren alle in Ordnung, aber das ist schon wieder so eine. Okay. Das ist dann erstmal.
Ja, Alter. Ja, Alter. Nein! Du Wichser! Ey, was war das denn? Ey, so eine Scheiße. Ey, das... warum? Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso sie so unfähig ist. Und einfach mal nicht das... Mal, ich habe Ausweichen gedrückt. Nein, sie macht... nichts. Ich hab sie gehabt. Es war eigentlich eine erledigte Geschichte. Ja, okay, cool. Ja, eben. Am Anfang viel Damage. Alter, da war doch die Pflanze. Ich drücke X wie bekloppt und sie nimmt kein Leben. Von hier nimmt sie es aus 50 Metern. Und wenn es drauf ankommt, nichts. Warum? Ey, es ist unbegreiflich, warum man so ein Engine so verkackt, Alter. Das gibt's doch nicht. Ah, sicher erwischst du mich, klar. Ja. Ja. Jetzt habe ich wieder nichts. So. Auf, Alter. Jetzt ist es wieder absolut aussichtslos.
Gott. Ah ja, so ein Pfeil bringt dich nicht mal down. Oh, okay, cool. Ja, ich meine, ich absolut klar. Ey, ich hat's eigentlich schon. Das ist eigentlich wieder lächerlich, dass ich das jetzt hier gerade wieder spielen muss, ne? Wenn das Spiel mal das gemacht hätte. Und das ist nicht möglich auszuweichen. Es ist nicht möglich. Wie willst du das machen? Erklär's mir bitte. Es geht nicht. Ich drück ausweichen, sie trifft mich. Das nimmt jetzt schon wieder den Spaß hier raus, ey, wirklich. Es muss nicht sein, so eine Scheiße mit reinzubringen in so ein super geiles Game. Mann, Alter, wirklich. Weich doch nicht immer aus, wenn ich schieße. Ach so, aber du triffst natürlich. Ja klar, Alter, du kannst schießen. Und ich nicht, oder was? Ey. Alter, ja, verpiss dich. Mach nochmal, Alter. Guck mal, wie viel Schaden die auch macht, Alter. Guck mal, wie viel Schaden die mit einem Pfeil macht. Und ich mach so ein winziges bisschen. Wo ist das ausgeglichen, hä? Erklär's mir. Wo ist das ausgeglichen, ihr Wichser? Lernt erstmal Level-Design, ihr Spasten. Blödsinn hier. Und Hauptsache, davor war es richtig easy, der eine Try da. Und jetzt ist es wieder unmöglich. Das ist unglaublich. Ja, dass ich da wieder Schaden kriege. Es ist so lächerlich. Ja, Alter. Verstanden. Ach so, ihr habt keine Punkte. Na gut, klar. Hab sie ja nur 50 Mal erwischt. Es ist unfassbar. Ich sehe mich hier wieder 5 Folgen hängen. Es ist einfach so eine Unverschämtheit, was die hier sich wieder dabei gedacht haben. Es ist so lächerlich einfach. Was soll das? Guck dir doch mal an, wie wenig das ist. Da brauche ich gar nicht anfangen. Ey. Und du kannst ja auch gar nicht reagieren so schnell. Ah.
dass du mich noch triffst, ist so eine unglaubliche... Der Rottweil war jetzt wieder mein Fehler. Ey. Jetzt nicht wieder ihre Psycho-Bodenattacke macht. Ja. Endlich, Alter. Torschis Reue. Benutze die Relikte, um Torschi zu befreien. Okay, alles klar. Jetzt haben wir die Harpune nochmal entdeckt. Oh. Und wir kriegen nochmal ein paar mehr Leben von dem großen Finalkampf. Junge, wenn das nicht mal das Finale war, wie soll das Finale werden, Alter? Ach du Scheiße. Wir haben schon echt gut Leben mittlerweile, aber trotzdem, der Schaden von den Gegnern ist einfach so immens groß, dass es einfach überhaupt nichts bringt. Ein paar schlaue Worte noch zum Abschluss. These statues were here long before our village. Teachings of an ancient people. Crafted to help future generations understand the balance of nature. We did not understand their meaning until it was too late. Okay, so. Oh. Oh, wir müssen jetzt wieder nach ganz oben. Ja, und das war's. Das ist ja tatsächlich die ganze Map hier. Ja. Nächste Folge geht's weiter, Freunde. Dann schon mit dem Finalkampf höchstwahrscheinlich. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.